Hey. Ja, du bist doch Pillepalle. Au. Die Flammen waren viel fieser. Okay, jetzt haben wir da unten einen Weg. W-E-C-H. Ne, W-E-E-C-H. Ein Weg. Nicht weg, sondern Weg. Da gucken wir jetzt mal lang. Aua. Also ihr seid definitiv stärker hier unten als das eine Viech, was ich mit einem Schlag gekillt habe. Nichtsdestotrotz machen wir euch mal kalt. Denn natürlich arbeiten wir dem nächsten Level ab entgegen. Ich glaube, man kann gar nicht genug aufgelevelt sein für den kommenden Endboss, der jetzt hier in diesem Schloss auf uns wartet. Jo. Was haben wir denn hier? Das ist, glaube ich, auch der einzige Weg, der mir jetzt noch so im Kopf ist, den wir jetzt gehen können, oder? Ich glaube, wir haben den Rest abgeklappert. Oh Gott, was ist hier los? Aua. Bitte keine Verseuchung oder so, hab ich keinen Bock drauf. Chaka. Okay, jetzt sind wir 28 Wege. Gehen wir erstmal den linken, ne? Wie üblich. Jo. Oh, Lager und zwei Schatztruhen. Hallo? Gehst du raus? Du kannst auch rausgehen. Was gegen? Du bist doch ein lahmer Vogel. Ein Turmschlüssel! Ja, immerhin. Wo war denn eine verschlossene Tür? Ja. Ich habe noch keine gesehen, glaube ich. Eispickel? Eispickel. Und der soll stark sein. Mal gucken. Oh ja, der ist stark. Den nehmen wir. Okay. Mit einem Eispickel? Hätte sein können, dass man diese feuerroten Skelette mit einem Eispickel kaputt kriegt. So von der Logik her, aber. Naja, man kann es auch finden. Aha, daneben gespuckt. Au! Du Arsch! Du Penner! Au! Ihr seid gemein. Das sieht aus, als würde es hier weitergehen, oder? Ich bin immer nicht sicher. Gehen wir erstmal rechts gucken. Aha. Esszimmer. Da oben können wir reinkrabbeln, wie es aussieht. Au. Kann ich hier auch noch rein? Och man, wieder so viele Wege. Ah. Aber wir klappern mal alles ab. Wir wollen ja keinen Schatz verpassen. Verflucht, verschlossen. Hier, wir haben noch einen Schlüssel. Wir haben noch einen Schlüssel. Warte. Wo ist er denn? Da ist der Turmschlüssel. Ja. Und? Yay! Aufgemacht. Und schnell wieder das Sakralsiegel ausgewählt. Für alle Fälle. So, was ist denn hier los? Oh, geile Mucke. Die Mucke aus Luran. Die mag ich. Hm. Bisher noch recht simpel hier. Da geht's weiter. Ausnahmsweise mal nur ein Gang. Ist auch hilfreich, finde ich. Du dood, du auch dood. Geld ist immer gut. Das Netz, das zieht einen irgendwie so zu sich hin, obwohl das irgendwie... Ja gut, ja, weil sie halt ihre Beute im Netz fangen will. Deswegen ist das so gemacht, aber ja, wirklich hinderlich ist das auch nicht. Nun geh doch... Ich habe dich mit einem Schlag nicht tot gekriegt, was soll das denn? Au. Ach so. Ach nö. Wirklich? Ist er schon wieder so weit? Von denen haben wir noch 8. Nehmen wir mal eine von. Die bringt, glaube ich, ganz schön Punkte, ne? Jo, das sollte erstmal reichen, ne? Ich glaube auch.
Oh, oh. Die sehen cool aus, finde ich. Sind nicht besonders stark, aber die sehen echt cool aus. Ja, deswegen trifft er mich auch die ganze Zeit. Weil der nicht stark ist. Ach Mann. Immer wenn er seine komische Blinkelsache hat, sein Schild dafür, dann tut mir das weh. Das ist doof. Vielleicht finden wir ja endlich mal den ersten Juwel hier. Oder das erste Juwel. Toll, was hat mir das gebracht? Das war ohne Witz. Das ist jetzt ein mittelschwerer Scherz. Oh! Huch! Wir sind ziemlich hoch. Mir wird schwindelig. Alex, schau, die Wand des Turms auf der anderen Seite. Was ist denn da? Ah. Das Drachenauge leuchtet in der Wand. Sicher ein wertvolles Juwel. Das möchte ich gern haben, ja. Super. Doch wie komme ich auf die andere Seite? Soll ich wie ein Huhn durch die Luft eiern? Bingo! Ich werde dich anschubsen, damit du vom Fleck kommst. 3, 2, 1 und los! Jawolski. Yay! Sehr schön. So kann man es dann auch mal machen. Der Topaz sitzt im Auge der Schlangenskulptur. Alex hält den Topaz. Und der war, glaube ich, rot, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich schreibe hier mal hinter dem Rot das Wort Topaz. Ja. Ja, wahrscheinlich komme ich hier nicht wieder zurück, deswegen lasse ich mich mal fallen. Verschlossen. Achso. Ja, dann muss ich nochmal den Schlüssel wieder auswählen. Ich denke mal, mit dem Turmschlüssel kann ich auch bestimmt diese Tür öffnen. Das hoffe ich mal. Ganz stark. Ja. Okay. Wieder austauschen. Allerdings habe ich noch nicht alle Wege abgeklappert in dem Raum. Den linken Turm. Deswegen gehe ich nach links erstmal nochmal hin, bevor ich jetzt da den Turm untersuche. Wenn ich denn überhaupt da jetzt so wieder hinkomme von hier aus. Doch, sieht so aus. Mal eben gucken, ob hier noch eine Truhe oder so ist. Da ist keine. Ich dachte, da kann ich. Doch, kann ich auch reingehen. Küche. Achso, das ist ja. Ach, hier war ich. Ah, alles klar. Dann können wir hier nochmal reingucken. Das war der eine Weg, den ich meinte. Oh Gott, was kommt denn da jetzt? Muss was Gewaltiges auf uns zukommen. Ja. Der Opal lag in der Asche der Feuerstelle. Okay. Also ein Opal ist blau, das weiß ich. Deswegen schreibe ich den mal bei blau hin. Obwohl, welches weiß, ist es eigentlich egal. Ja, gut. Ich krabbel mal zurück. Seht ihr nicht, aber ich mach's. Na, das war ja auch mal ein schneller Fund. Gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Aber das war nicht der einzige Gang, glaube ich, der uns irgendwie hier offen geblieben ist. Nein, da war noch ein. Ah! Ja, danke. Genau. Und hier der mittlere Gang, den habe ich ausgelassen. Vielleicht finden wir. Oh, das Geld. Vielleicht finden wir hier nämlich noch den nächsten Edelstein. Und ich hoffe, wenn ich den hier noch gegangen bin, den Gang, dass wir dann erstmal alles gefunden haben. Oh, sieh dir das an, stand da, glaube ich. Manchmal kommt immer Text und ich merke das nicht. Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht es sich, wenn man dagegen tritt und die Wand schiebt. Danke für den dezenten Hinweis, Fluffy. Also dann drauf und dann ging die Wand. So. Ach, ich sehe, da sind Zahlen da unten. Alles klar. Dann stellen wir doch mal hier 286 ein. Die Zahl, die der Königin so ein Unglück bereitet hat. Das Unglücksjahr. 2, 8 und 6. Ein mechanischer Ton erklang. Yay. Yeah. Da kann ich hier noch mal raus? Sieht nicht so aus. Das waren die Kronleuchter. Dann müssen wir da ja auch nochmal wieder hin. Dann gehen wir am besten zurück. Ja, das ist doch gut. Haben wir das auch schon mal erledigt? Ja, hier
hier raus, ne? Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Ja, mach ja nichts. Gehen wir einmal auf die andere Seite. Machen wir hier noch ein paar Gegner platt. Bam. Bam. Und Geld mitnehmen. Ist immer gut. Ich würde ja ganz gerne noch ein Level aufsteigen, muss ich mal so gestehen. Bevor wir uns dem Boss stellen. Bam. So. Aber ich könnte ja schon was einsetzen, ne? Was haben wir denn? Opal. Ah, ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Egal, ich gehe jetzt erstmal weiter und warte, bis ich alle hab. Ah, vielleicht hätte ich mir den Text so angucken sollen. Ah, wie war denn das noch? Da war einer mit einem... Einer sah orientalisch aus. Das war, glaube ich, der mit Rot, ne? Guck, jetzt könnt ihr sehen, dass die Kronleuchter unten sind. Und auf den hier können wir jetzt rauf. Was bringt uns das denn nochmal überhaupt? Das hatte irgendwie einen Grund. Ah, ich sehe, was wollte ich sagen. Ja, da komme ich irgendwie hin. Yay! Rubin! Rubin? Hä? Der müsste doch rot sein. Dann ist der Rubin rot. Dann ist der Topaz meinetwegen braun. Habe ich die Farbe nicht richtig erkannt. Dann mache ich den Rubin auf rot. Scheiße, Rubine sind rot, verdammt. So. Und eine Götterknolle. Ja, die nehmen wir doch gerne. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt fehlt uns nur... Ah, Mist, da muss ich schräg springen, ich weiß. Es fehlt uns nur noch... ein... Ich bin nicht falsch, ne? Eine... Na, was fehlt uns denn noch? Oder müssen wir doch da lang? Ich hab's vergessen. Nein, müssen wir nicht. Oh doch. Ich... Mann, ich weiß es nicht mehr. Kapelle. Nein, müssen wir nicht. Uns fehlt nur noch ein Edelstein, wollte ich sagen. Wahrscheinlich ist der in dem rechten Turm. Wir haben keine Ahnung mehr, wie wir da überhaupt hingekommen sind. Ach nee, hier sind wir falsch. Wir gehen einfach mal wieder rechts lang. Obwohl das wahrscheinlich ein unnötiger Weg ist wieder. Macht aber gar nichts. Über Zeit. Und ich. Wie es mit euch steht, weiß ich nicht. Ich nehme euch einfach mal mit. Wir haben noch eine gute halbe Stunde und in der möchte ich eigentlich ganz gerne den Dungeon auch schaffen. Hoffen wir mal, wir packen das. Dann können wir nämlich in der nächsten Session richtig wieder schön im Dorf was machen. Bam. Warte, den nehmen wir mit. Wieso gehe ich eigentlich hier lang? Ich wollte doch rechts. Ins Echts. Ja. Da haben wir einen gefunden. Euch machen wir auch mal einen Keil auf dem Weg. So, und jetzt kommen wir hier in den anderen Turm rein. Den haben wir schon geöffnet. Das ist gut. Knut. Ich hoffe mal, dass ich nichts vergessen habe. Und wir gehen hier lang. Zack. Die Tür war wieder zu. Komisch. Der ist tot. Der ist auch tot. Nur der bringt... Ja, der hat mich gar nichts getroffen, ihr Spinner. Ach, du schon wieder. Ich hoffe, dass die Tür gleich aufgeht, wenn du tot bist, sonst weiß ich gerade nicht weiter. Ah, ja. Da können wir links rüber. Aha. Oh, da müsste ich eigentlich drüber. Mal gucken. Soll ich wieder schräg springen? Kann ich gar nicht. Hä? Okay. Gut, da müssen wir gucken, wie wir da hinkommen. Achso, hier kann ich sogar laufen. Sehr schön. Das freut mich. Da ist ein Kristall. Müssten auch mal ein paar Kristalle verwenden, glaube ich, langsam. Ne? Ja, das nehmen wir mit. Ich möchte die Schatztruhe ganz gerne irgendwie erreichen. Oh, das will ich haben. Bam. War die hier? Ja! Ein Abwehrelixier. Ich weiß nicht, warum. Ich musste gerade an Abführmittel denken. ein Abführmittel. Abführmittel getrunken. Lecker. Ah, schön. Jetzt seid ihr alle wieder da, ne?
Nee, seid ihr nicht. Das ist gut. Das ist gut. Oh, was ist denn hier los?